haben unsere Rucksäcke gepackt und haben uns ein schönes verlängertes Wochenende auf dem Reiterhof gemacht. Anderthalb Stunden von Berlin ging es nach Großbriesen mit der Bahn, mega gut zu erreichen, auch für Menschen wie uns, die keinen Führerschein haben. Wie im Film haben wir uns gefühlt, als wir Großstädter aus dem Bus ausgestiegen sind, der Bus fuhr los und wir standen da im Nirgendwo. Auf dem Reiterhof in Großbriesen. Wir sind gerade angekommen, habt ihr ja schon gesehen. Und ich glaube, es geht jetzt auch direkt gleich los mit dem Reiten, glaube ich. Hier in Großbriesen findet man alles, was das Pferdeherz begehrt. Der Reiter- und Erlebnisbauernhof bietet nicht nur Spaß für die kleinen, pferdebegeisterten Mädchen wie Frieda, sondern auch für mich als Wiedereinsteiger. Für Fortgeschrittene, die Bildungsurlaub machen wollen, für Kita-Reisen oder für das ganz klassische Ferienlager ohne Eltern. Hier auf dem Hof kann man sich frei bewegen. Ohne Drill und mit ganz, ganz viel Liebe für die Pferde darf hier jeder eigentlich alles ausprobieren. Den Kleinsten wird gezeigt, wie man richtig mit den Pferden umgeht. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und wachsen jeden Tag mit ihren Aufgaben. Wir haben gerade die Blake ja vom Paddock. Ich weiß nicht, Weide ist es nicht. Wie heißt es? Fressstand. Vom Fressstand haben wir sie geholt. Und werden sie jetzt putzen und dann wird gleich geritten und ich freue mich schon richtig. Und Frieda ist absolut im siebten Himmel, ne? Die flippt total aus, weil es ist auch noch ein weißes Pferd, ja? Frieda träumt ja immer von einem weißen Pferd. Also es ist ein Pony, aber... Nee, damit die Pferde da rübergehen. Die führt auch das erste Mal alleine im Pony. Die ist im siebten Himmel. Das ist so schön hier. Lost again, going back. Den geselligen Islandpferden wird nachgesagt, dass sie ein sehr gutmütiges Wesen haben. Die beste Voraussetzung also für ein entspanntes Pferdewochenende. Ich glaube, es war ganz okay. Oder was sagst du? Ja, voll. Positiv überrascht. Was soll man noch anderes sagen, wenn die Kamera auf einen gerichtet ist? Nicht nur Pferden bietet der Hof ein Zuhause, sondern auch etlichen anderen Tieren. Wie zum Beispiel hier, Piggy und Frederik. Die haben es Frieda ganz besonders angetan. Jetzt geht's weiter und zwar werden wir jetzt die Eier holen von den Hühnern. Und der Hahn ist ein bisschen verrückt, deswegen macht der Markus das und nimmt die Frieda auf den Arm. Wir haben ja schon mit Affen gekämpft. Genau, wir haben ja alles schon einmal durch. Heute ist der Hahn dran. Nein, der beschützt seine Hühner. Und deswegen geht der Markus mal mit rein. Take me.
einen wunderschönen Ausritt ins Gelände, da hinten in den weiten Wald. Und ich bin sogar galoppiert. Das war der Wahnsinn. In a grove by the river. Auf der Stutenweide stehen alle trächtigen Stuten, die bald ihre Fohlen bekommen. Die, die quasi bald Mama werden. My baby and me. It's such a long time ago. Einer trächtigen Stute mal den Babybauch zu streicheln oder einem Fohlen mal so nahe zu kommen, waren nur eins meiner Highlights an diesem Wochenende. Manchmal hat man das Glück und man merkt das Fohlen da drin. Das ist so schön. Oh, I'm walking on air. Whenever you are here with me. Es war so schön. Wir haben richtig gekuschelt. Ich liebe das. Morgen. Wie es sich für einen anständigen Reiterhof gehört, werden alle Speisen gemeinsam im Essenraum eingenommen. Danach wird die Glocke geläutet und die Pferde werden wieder eingeteilt. Jeder kann seine Wünsche äußern und entscheiden, was er gerne machen möchte. Zu mir wurde gesagt, Bettlage und Gurtlage reicht. Nein, ich mach die noch ein bisschen sauberer, okay? Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Wir waren gerade wieder draußen im Gelände, ne? Mit Blakey waren wir im Gelände, hi. Und ja, Markus hat ja dann ein paar Luftaufnahmen gemacht, aber die Pferde haben das überhaupt nicht toll gefunden und haben sich ziemlich erschreckt, weil sie es nicht kannten, ne, Blakey? Und deswegen haben wir das dann da abgebrochen, deswegen habe ich auch gar nicht im Wald noch ein bisschen gefilmt, weil es einfach zu riskant gewesen wäre, weil es echt ziemlich aufregend war. Aber jetzt geht die Blakey erstmal zurück und bei uns gibt es Mittag. Just to be about your lips. Till the morning to sail away. Come here. Just to see you every day. Oh my, oh my, oh my. Wie sagte meine Mutter so schön, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und so neigte sich unser Kurzurlaub dem Ende. Und wisst ihr was? Es muss nicht immer weit weg sein und es muss auch nicht Unmengen an Geld kosten. Oft liegen die schönen Dinge ganz nah vor einem. Man muss nur genau hinschauen.